In Wien ist der Aufbau der mobilen Schulklassen voll im Gang. An 5 Standorten werden Containerlösungen die bestehende Infrastruktur ergänzen. Nötig wurden die Maßnahmen, da der Familiennachzug von Asylberechtigten und der Ukraine-Krieg für einen Anstieg an Schulkindern sorgt, so Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im Interview. Die mobilen Schulklassen werden gerade fertig errichtet, mit modernster Ausstattung, auch modernster technischer Ausstattung, Digitalisierung auf dem höchsten Niveau und auch das Raumklima sehr, sehr gut. Weil wir wollen, dass alle Kinder, die in Wien sind, einen guten Schulraum haben. Und es wird gelingen, dass im Herbst jedes Kind einen guten Schulplatz hat. Mobilklassen wird es an je einem Standort in Favoriten Simmering, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing geben. Das Ziel ist einerseits, die 5 bestehenden Standorte, die dazugekommen sind, mobilen Klassen, auch mittelfristig zu Bauten weiterzuentwickeln. Und wir suchen noch laufend zusätzlichen Schulraum, sowohl über Grundstücke als auch über Anmietungen beispielsweise. Wir müssen auch im Herbst die weitere Entwicklung der Familienzusammenführung uns ansehen. Das Innenministerium hat ja hier auch angekündigt, dass einerseits strenger auch die Verfahren kontrolliert werden und dass die Verfahren rückgängig sind. Wir haben es vor dem Sommer im Bereich der Schule noch nicht gesehen. Also wir haben auch noch vor dem Sommer ca. 300 Kinder gehabt, die pro Monat in die Wiener Schulen zusätzlich gekommen sind. Ich habe kein großes Vertrauen in die Daten, die ich bisher bekommen habe, denn die beste Informationsquelle war für mich zu Beginn das Rote Kreuz und nicht das Innenministerium. Und dementsprechend habe ich auch bisher, bis auf die großen Ankündigungen, relativ wenig an konkreten weder Datenmaterial noch Unterstützungsmaßnahmen von Bundesseite gehört. Eine diesbezügliche Auseinandersetzung mit dem Bund wurde bereits in den vergangenen Tagen vehement geführt. Beispielsweise hat Herr Minister Polaschek, der Bildungsminister, bis heute keinerlei zusätzliche Unterstützung für die Familienzusammenführung zur Verfügung gestellt. Es soll für nächstes Schuljahr etwas kommen, haben wir gehört. Allerdings ist das nicht annähernd ausreichend, denn der Vorschlag ist, dass von allen zusätzlichen Ressourcen, die für die Familienzusammenführung für alle Schulen in Österreich zur Verfügung gestellt werden, nur 20% für Wien sein sollen. Es sollen ungefähr 400 neue Lehrer sein, 20% dafür für Wien, obwohl wir in Wien über 80% der Familienzusammenführung auch meistern. Hier wird Wien wieder mal im Stich gelassen. Und da wurde sehr spät gehandelt und jetzt nicht ausreichend. Zusammenarbeit gibt es aber zumindest im Bereich Förderungen. Laut Wiederkehr haben die vom Bund angekündigten speziellen Deutschförderklassen die in Wien eingeführten Orientierungsklassen für Neuankömmlinge als Vorbild. Mein eigener Ansatz wäre hier noch darüber hinausgehend, nämlich das Schulrecht noch flexibler zu gestalten, dass zum Beispiel solche Einführungen ins Schulsystem, wenn viele Menschen gleichzeitig kommen, auch kurzfristig außerhalb der Schule stattfinden kann. Einmal mehr wandte sich Wiederkehr gegen Forderungen, Unterstützungsleistungen für geflüchtete Menschen zu reduzieren. Andere Bundesländer putzen sich halt dadurch ab, nämlich indem zum Beispiel wie in Niederösterreich für Subsidiärschutzberechtigte Leistungen gestrichen werden, sodass ein Leben in Niederösterreich als Subsidiärschutzberechtigter nicht mehr möglich ist und dadurch diese Personen logischerweise auch nach Wien gehen. Wien ist nicht für die Migrationspolitik verantwortlich. Wir haben keinerlei Zuständigkeit, können nicht bestimmen, welche Menschen nach Österreich ziehen, aber dann den Menschen, die hier sind, das Existenzminimum wegzunehmen und sie zu Kriminellen zu machen, halte ich für politisch zynisch und wird es mit mir sicher nicht geben. Dennoch fordert Wiederkehr vom Innenminister und der Bundesregierung einen Aktionsplan gegen Jugendkriminalität. Dieser solle unter anderem 1000 zusätzliche Stellen bei der Wiener Polizei und eine Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs beinhalten. Auch sei eine rasche Abschiebung straffälliger Asylwerber oder Subsidiärschutzberechtigter nötig. Hier ist das Innenministerium säumig, hier auch konsequent, zum Beispiel bei schwerer Körperverletzung gegenüber Polizisten vorzugehen. Hier muss konsequenter abgeschoben werden. Wiederkehr plädierte auch für sogenannte Neustartprogramme für strafunmündige Jugendliche. Das sind eigene Angebote, wo mit pädagogischen Maßnahmen, aber auch als Konsequenz und Sanktion auf ein falsches Verhalten auch unter 14-Jährige
schon hier Konsequenzen erfahren können und verpflichtet werden können, an so einem Programm teilzunehmen. Das soll außerhalb des Alltags sein, weil jetzt gibt es gegenüber diesen Tätern kaum eine Möglichkeit. Eine Absenkung des Alters der Strafmündigkeit lehnt Wiederkehr ab. Er halte nichts davon, 12-Jährige ins Gefängnis zu stecken. Dadurch entstünden nämlich mehr kriminelle Taten anstatt weniger.